Herzlich willkommen wieder zu unserer Wahlsondersendung Wahl 17. Jeden Abend stelle ich Ihnen einen Kandidaten vor oder eine Kandidatin zusammen mit meinem Kollegen Harald Perlinger. Heute ist bei mir Klaus Mindrup, Kandidat der SPD für den Wahlkreis Pankow. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Wie kämpft sich denn so? Gut. 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 Das habe ich ja noch nie gehört von Ihnen. Nein, nein. Es kämpft sich gut. Alles langweilig sagen. Nein, Wahlkampf ist toll, weil man hat, oder nicht man, sondern ich habe viel mit den Menschen in meinem Wahlkreis zu tun. Ich bin raus aus irgendwelchen Verhandlungen im Hinterzimmer, wo man natürlich stundenlang über Gesetze... Hinterzimmer gibt es doch nicht. Nein, aber sagen wir, in geschlossenen Räumen, wo man dann stundenlang über Gesetze verhandeln muss. Ich fahre mit meinem Fahrrad durch den Wahlkreis und habe viele spannende Gespräche und merke, wie tolle Menschen in meinem Wahlkreis leben und genieße diesen Wahlkampf. Was wollen die Menschen denn wissen von Ihnen? Überwiegend haben sie tatsächlich konkrete Sorgen. Also zum Beispiel war ich gestern in einer großen Erholungsanlage. Die ist in der Nähe eines großen Entwicklungsgebietes, da wo die Stadt Berlin also viel Wohnungen bauen will. Die machen sich Sorgen, dass mitten durch ihre Erholungsanlage eine große Straße gebaut werden soll. Dann ist ihre Erholungsanlage kaputt. Aber die Wohnungen wollen sie trotzdem haben, die dahinter gebaut werden. Na, sozusagen, das sind ja nicht Wohnungen für sie. Also sie sind aber dafür, dass man vernünftige Lösungen findet. Und ich bin auch dafür, dass man vernünftige Lösungen findet. Also nicht mit Brachialgewalt irgendwo durchgeht, sondern dass man schaut, wie bekommt man eine Erschließung vernünftig hin? Und wie fängt man, dass man nicht erst die Wohnungen baut und sich hinterher dann überlegt, wo dann die Straßen sind. Also sowas hatten wir mal in den 90er Jahren. Also sowas darf man nicht machen. Man muss erst die Straßen bauen und dann die Wohnungen. Das war ja ein konkretes Beispiel. Dann ist es so, dass die Infrastruktur, wenn man das mal sagen muss, in meinem Wahlkreis im Norden von Pankow sehen die Straßen, die Gehwege fürchterlich aus, zum Teil auch die Schulen. Wenn Sie sich aber angucken, wie es im Süden aussieht, im Prenzlauer Berg, aber auch in Teilen von Alt-Pankow, in Weißensee, dann ist es viel besser. Das ist auch noch Ihr Wahlkreis. Das ist auch noch mein Wahlkreis. Und worin liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, dass im Süden meines Wahlkreises sehr viel Bundesgelder und EU-Gelder eingesetzt worden sind, damit die Infrastruktur in Ordnung gebracht wird. Und im Norden nicht? Im Norden nicht. Wie geht das denn? Ja, das war so, dass die Bundesregierung damals in den 90er Jahren, und das hat sich dann durchgezogen, und Berlin hat dann das Geld schwerpunktmäßig quasi in den Prenzlauer Berg, in die Altbauquartiere gegeben, Milliarden. Und das sieht man auch heute. Das hätte Berlin nie alleine geschafft. Und quasi in Rosenthal sieht es ganz anders aus oder in Wilhelmsruh. Und also das war Unachtsamkeit oder wie soll ich das nennen? Nein, man hat, oder war das etwa Absicht? Nein, man hat ja, ich will jetzt gar nicht den Kollegen Schelte machen, sondern man hat sich konzentriert und hat gesagt, und Sie wissen ja, wie der Prenzlauer Berg Anfang der 90er Jahre ausgesehen hat, man hat gesagt, wir konzentrieren uns auf diese wichtigen Altstadtquartiere. Das ist auch richtig. Ich hätte da auch noch ein paar Dinge zu kritisieren, aber das können wir gleich vielleicht noch besprechen. Aber man hat also die Infrastruktur dort in Ordnung gebracht. Und wenn ich jetzt sage, warum die SPD für Investitionen des Bundes, zum Beispiel in Schulen, aber auch in andere Infrastrukturen wie Gehwege, Fahrradwege, Straßen ist, dann kann ich das immer erklären. Da, wo der Bund investiert hat bei mir im Wahlkreis, im Süden oder mit investiert hat, da ist es viel besser als im Norden. Und deswegen muss man mehr investieren. Und das Berlin ist immer noch eine hochverschuldete Stadt. Und Berlin kriegt das nur mit Hilfe des Bundes hin. Jetzt bin ich aber angenommen, Ihr Wähler. Ja. Sage, lieber Klaus Mindrup, warum hast du denn dafür nicht gesorgt? Bist doch in meinem Wahlkreis. Bist doch der Abgeordnete in meinem Wahlkreis. Hättest du doch dafür sorgen können, dass das Geld auch in den Norden kommt. Ich habe auch dafür mitgesorgt, dass das Geld in den Norden gekommen ist. Wenn Sie sich jetzt anschauen als Bezirksverordneter, gibt es drei Straßen, die richtig in Ordnung sind, sage ich jetzt mal im Nordwesten. Drei. Die haben Sie persönlich dafür das Geld besorgt? Ja, mitbesorgt. Also das ist die Ortsdurchfahrt in Blankenfelde, wo GRW-Mittel verbaut worden sind. GRW-Mittel heißen? Das ist die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung. Das ist die Erschließung für den Pankow-Park von Reinickendorf. Da sind auch GRW-Mittel sozusagen verbaut worden. Und die Kastanienallee, da sind auch GRW-Mittel verbaut worden, nicht die in Prenzlauer Berg. So, und da sieht man wieder, wenn Berlin Gelder vom Bund kriegt, funktioniert das. Und man sieht vor allen Dingen, wenn ein Bundestagsabgeordneter sich engagiert, dann fließt das Geld auch in diese Ecken. Genau, wobei da war ich noch Bezirksverordneter. Als Bundestagsabgeordneter habe ich mich vor allen Dingen dann darum gekümmert, dass die Fördermittel aufgestockt worden sind. Da ist vor allen Dingen nach Buch sehr viel Geld gegangen. Also zum Beispiel der Ergänzungsbau der Hufelandschule ist mit Fördermitteln des Bundes finanziert worden. Und wir hatten damals, als wir in die Regierung gekommen sind, einen Plan. Da haben wir die Fördermittel für den Städtebau aufgestockt. Und ich hatte tatsächlich auch einen Plan,
an, wo das Geld in meinem Wahlkreis in Teilen hinfließt. Das ist natürlich nicht alles in meinen Wahlkreis geflossen, dann hätten wir gar keine Probleme. Aber damit wird endlich mal aufgeräumt, dass die Leute sagen, was macht der eigentlich im Bundestag? Ich hatte natürlich einen Plan in der Tasche bei den Verhandlungen mit der Union, wo das Geld hinfließt. Und das war mit dem Senat abgestimmt, mit dem damaligen Abteilungsleiter. Das waren ganz konkret 3 Schulen. So, das ist ja prima. Die können sich heute angucken, können sie an die Tür, an die Wand klopfen. Ist jetzt wollen sie ja wieder im Bundestag, ne? Und haben Sie da auch schon einen Zettel in der Tasche, was Sie da machen wollen? Ja. Schulsanierung? Ja, also das ist ganz klar, aber da bin ich ja auch im Mainstream oder sozusagen gemeinsam mit meiner Partei, dass wir mehr investieren müssen. Das ist ja verrückt, dass wir in Deutschland eine Schuldenbremse haben, nicht? Aber wir haben keine Schlaglochbremse. Also ich bin selber auch Aufsichtsrat einer Wohnungsbaugenossenschaft, nicht? Und wenn ich mir nur mein Konto angucken würde und hätte immer Plus, aber meine Wohngebäude würden kaputt gehen. Es ist völlig verrückt. Aber die Bundesregierung wird zum Teil, oder die Bundesrepublik wurde vor uns so regiert, dass man nur aufs Konto geguckt hat, aber nicht auf die Infrastruktur. Also wir müssen in Infrastruktur investieren. Das ist ein Thema, da werde ich mich auch drum kümmern. Aber es gibt 2 Themen, die für mich auch ganz wichtig sind. Das eine ist das Thema, sozusagen ein vernünftiges Mietrecht zu schaffen und den Mietwohnungsbau anzukurbeln in Deutschland. Das zweite Thema ist der Klimaschutz. Sie haben hier eine Broschüre mitgebracht, Klaus Mindrup, die ist fast fertig gesagt 100 Seiten stark, aber so stark ist es natürlich nicht. Da sind schon die konkreten Dinge drin, die ich gemacht habe. Kriegen Sie bei ihm auf der Straße, wenn er da steht? Auf Nachfrage vor allen Dingen, aber Sie können sie auch im Internet herunterladen und ich schicke sie Ihnen auch gerne zu. Da steht alles drin, was er gemacht hat, und das ist nicht wenig. Ja, man denkt ja immer, man sieht den leeren Bundestag, ja, wo sind die Jungs, trinken Kaffee? Am Arbeiten. Ich kann ja nicht arbeiten, wenn ich im Plenum sitze. Ja, das müssen wir mal erklären, weil der normale Bürger denkt natürlich, der muss doch da sitzen. Ja, aber ich, der stimmt doch da ab, der kann doch nicht jetzt einfach da rausgehen. Die Spielregeln sind relativ klar, aber vielleicht ist es auch wichtig, dass man die mal erläutert. Wir haben sogenannte Kernzeitdebatten, da haben wir alle da zu sein, also meistens donnerstags vormittags, wenn es Regierungserklärungen gibt. Aber ansonsten, wer fehlt, kriegt auch einen Abzug, nicht, von den Diäten. Wer fehlt, aber den ganzen Tag. Ja. Ne? Also man muss bei den Abstimmungen anwesend sein, namentliche Abstimmungen, und man muss am Tag da sein, wenn man sich nicht einträgt in die Liste, und auch wenn man zudem, Entschuldigung, also sich es einfach vergisst, dann kriegt man auch einen Abzug. Also zu dumm ist, sich in die Liste einzutragen. Also das ist das eine. Aber wir müssen natürlich arbeiten, und die Hauptarbeit findet natürlich in den Ausschüssen statt, in der Vorbereitung der Ausschüsse, in den Fraktionen, in den Arbeitsgruppen, aber natürlich auch vor allen Dingen in den Verhandlungen mit dem Koalitionspartner. Wir haben ja in Deutschland die Tradition, dass wir Koalitionsregierungen haben. Und das heißt, jedes Gesetz wird natürlich ganz im Detail abgestimmt. Und es ist nicht so, wenn die Bundesregierung irgendwas beschließt, dass wir das dann umsetzen. Das ist zum Teil furchtbar langweilig. Das ist zum Teil. Dauert lange. Das dauert lange. Also ich hatte am Ende tatsächlich, habe ich in der letzten Sitzungswoche noch 2 mitverhandelte Gesetze durch den Deutschen Bundestag gekriegt. Also das eine war das Mieterstromgesetz, was mir wirklich ein Herzensanliegen war, was ich mitverhandelt habe. Und das andere war das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz. Das ist schon richtig kompliziert, weil da sitzt man dann teilweise stundenlang mit Fachjuristen, Fachleuten und ringt um jede Silbe, jede Formulierung, jedes Komma, weil es doch große politische Unterschiede gibt. TV Berlin überträgt zum Teil diese Ausschusssitzungen. Schauen Sie mal rein, Samstagnachmittag und auch Sonntagnachmittag. Und da sehen Sie, wie da gearbeitet wird. Da wird wirklich gerungen um jedes Komma und so. Ja, du musst ja auch fit sein. Du musst ja wissen, worum es geht. Nun haben Sie diese schöne Broschüre gemacht. Worauf sind Sie denn besonders stolz auf der Arbeit der letzten 4 Jahre? Also ich bin wirklich stolz darauf, dass wir die Energiewende in die Stadt Berlin gekriegt haben. Also wir haben Mieterstrom möglich gemacht. Das bedeutet, die Sonnenernte von den Dächern der Mietshäuser, der Solarstrom kann jetzt mit Förderung an die Mieter verkauft werden. Und auch Kraft-Wärme-Kopplung, das ist Strom, der sehr effizient erzeugt wird mit Motoren, wird jetzt auch gefördert. Das heißt, wir haben die Energiewende nicht nur vor den Toren der Stadt, sondern wir haben sie direkt nach Berlin hereingeholt. Das ist was, wo ich sehr stolz drauf bin. Sie sind ja, haben Sie eben gesagt, Aufsichtsrat einer Wohnungsbaugenossenschaft. Ja. Davon gibt es ja eine ganze Menge in Berlin, aber Sie hätten gerne noch viel mehr. Wir haben fast 200.000 Wohnungen in Berlin in genossenschaftlichem Eigentum. Das ist die lebende Mietpreisbremse. Also die aktuellen Zahlen, wir liegen unter 5,50 Euro im Schnitt sicherlich in Berlin, in Bestandsmieten. Na, wir sind nicht gewinnorientiert. Die Genossenschaften sind Hilfe zur Selbsthilfe. Sie müssen natürlich schwarze Zahlen machen, sonst würde keine Bank sie finanzieren, aber sie geben spekulationsfreien Wohnraum.
Und Sie schauen eben, dass Sie möglichst immer nur einen ganz leichten Gewinn, der darf auch vom Gesetz nicht über 4% sein, ausweisen. Und Genossenschaften verkaufen in der Regel auch nichts, bis auf ganz große sozusagen Ausnahmen, und schaffen eben zum Teil seit über 100 Jahren spekulationsfreien, kostengünstigen Wohnraum. Warum steht das nicht auf den Plakaten der SPD, mehr Genossenschaftswohnraum? Bei mir steht das ganz groß auf den Plakaten. Aber ich lese Sie nicht auf den großen Wahlplakaten. Ja, da muss die Partei vielleicht noch etwas dazu lernen. Das wäre doch ein Thema. Da muss man nicht Gesetze fabrizieren, die nicht funktionieren. Selbst die Kanzlerin hat gesagt, die Mietpreisbremse hat nicht funktioniert. Ja, die Mietpreisbremse muss ja flankiert werden mit konkreten Maßnahmen. So, und Genossenschaften spekulieren nicht. Genossenschaften machen keine Luxusmodernisierung. Genossenschaften sanieren keine Mieter aus den Häusern. Also das ist vollkommen klar. Also von mir wird es in den nächsten Tagen noch eine zweite Plakatwelle geben. Und da steht natürlich das Thema Genossenschaften auf einem dieser Plakate drauf. Weil ich lebe das. Wie wollen Sie denn das stärker im nächsten Bundestag umsetzen, dass das vielleicht doch stärker Regierungspolitik wird? Und auf diese Antwort warten wir nach einer kurzen Werbepause. Wir sind auch privat, ein privater Fernsehsender, und müssen durch Werbung uns finanzieren. Deswegen gibt es ein bisschen Werbung. Dann sind wir wieder da mit Klaus Mindrup. Er kandidiert im Wahlkreis Pankow. Nochmal, Sie sind nämlich schon im Bundestag gewesen und möchten da ganz gerne weitermachen. Bleiben Sie dran, wir reden gleich weiter, und ganz besonders das Thema Genossenschaft. Das ist nämlich, wie haben Sie es gesagt, eine gelebte Mietpreisbremse. Da funktioniert es nämlich. Ja, klar. Bis gleich.